Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Destiny 2 Hexenkönigin. Und ich habe mich wieder ein bisschen schick gemacht, denn ich habe mir Lightfall und den Season Pass geholt. Oder anders gesagt, ich habe mir Lightfall geholt und der Season Pass war irgendwie mit drinne. Und deswegen habe ich sogar die Ornamentenrüstung hier von denen. Und ich finde, oh, mein leerer Hüter, der sieht schon echt schick aus, oder? Also ich muss schon sagen, hier diese geile Brust, dann noch diese Robe, es ist schon echt nice gemacht. Und wir spielen heute mit der Kalus Mini MP und der Gipfel, genauso wie Wispern des Wurms. Ich habe übrigens hier noch so ein Feuer, also so ein Solarbild. Hier steht irgendwie PvP, ich weiß nicht. Hier schreiben sie auch immer einen anderen Namen. Also ich will die Namen geben, aber auf einmal ja, gibt er den selbst einen Namen. Naja, kann man nichts machen. Wir benutzen natürlich den Helm vom Nesarek. Können wir noch irgendwas draufpacken? Ja, das packen wir mal drauf. Wenn mit einer dann einfach mit Munitionsfinder-Perks Spezialmunition für dich erstellt wird, wird gleichzeitig Spezialmunition für deine Verbündeten hergestellt. Genau. Das ist doch gut. Ja. Warte mal, können wir ja gleich alle hier ausrüsten. Ich habe ja noch ein bisschen Verbesserungsprisma. Hier auch nochmal. Oh, fuck. Ich habe gleich keine mehr. Zwei. Muss die mal im Turm gehen und ein paar welche farmen. Aber das ist ja nicht so schlimm. So. Wir müssen dorthin und den Spiegel machen. Gut. Dann bis gleich. Finch hat irgendwie noch eine Quest für mich. Okay, mach dir selbst ein Bild. Je länger ich hier bin, desto mehr wird die Brut sich fragen, wo mein Ritter und ich angeblich abgeblieben sind. Die Pyramidensuperwaffe existiert nicht mehr. Danke, ja, Geist. Wow, gute Arbeit. Aber du kannst darauf wetten, dass bald eine weitere auftauchen wird. Wie ihr Vorhutleute sagt. Ja. Bleib wachsam, Hüter. Egal, ich nehme jetzt einfach hier die Quests an. So. Besiege Hohenkämpfer und schieße ein öffentliches Event im Miasma ab. Okay, müsste eigentlich nicht so schwer sein. Obwohl eigentlich diese ganze Mission unnötig ist, schließlich kriege ich eine Waffe, die ich schon längst habe. Und zwar, ja, ziemlich verdächtig wieder. Ja, nee, dann machen wir lieber erstmal die Story. Und dieses ganze Nebengedöns, das kann ich auch offscreen machen. Das juckt uns jetzt eh nicht wirklich. Das ist doch jetzt nicht wichtig. So. Ab geht's. Ich habe mir übrigens überlegt, vielleicht doch nicht im Stream die legendäre Version von der Kampagne zu spielen. Weil das ist schon ein bisschen lässig, im Stream die ganze Zeit zu versuchen, irgendwelche Levels zu schaffen, die ziemlich schwer sind. Ich weiß nicht. Mal gucken, vielleicht mache ich es doch, vielleicht mache ich es nicht. Das werden wir sehen. So. Hüter, die psychische Energie, die meine Verborgenen entdeckt haben, konzentriert sich in diesem Bereich. Finde die Quelle und du kannst vielleicht mehr von Sagiras Hülle erfahren. Womöglich hat sie vor ihrem Tod entdeckt, wie Savatun das Licht des Reisenden gestohlen hat. Es muss hier einen Hinweis geben. Durchsuch das Gebiet. Ich habe deinem Geist die groben Positionsdaten übermittelt, aber leider habe ich keine genaueren Angaben. Ich orte pyramidenbedingte Interferenzen zwischen uns und den Koordinaten, die Ikora geschickt hat. Es muss einen Weg geben, sie zu umgehen. Wir hoffen natürlich, dass jetzt alles hier richtig ist und uns Antworten gibt. Diese ganze Kampagne erzählt ja so über Fragen und wie wir sie antworten, wie wir Antworten finden könnten. Vielleicht können wir es zerstören. Dieser Granatenwerfer ist übrigens richtig geil. Aber ich empfange eine weitere Störquelle. Wir müssen sie finden. Zacken zerstören. Das sah aber irgendwie nicht aus wie ein Zacken. Das ist doch kein Zacken, oder? Ach, egal. Mach kaputt das Ding. So, kann ich jetzt rein? Danke, ich habe VIP-Pass. Das ist übrigens die Wispern des Wurms. Oh, schon echt schick, oder? Vielleicht habe ich sie irgendwo mal wieder gezeigt.
Aber ist mir auch egal. Ist mir auch egal. Ich habe auch gewechselt. Ich bin jetzt nicht mehr auf Epic Games, sondern auf Steam. Ikora, wir sind auf Pyramidenstörungen gestoßen. Die auf Europa war uns doch wohlgesonnen. Was hat sich geändert? Auf Europa haben sich eure Intentionen vermutlich mit der der Pyramide gedeckt. Ihr habt gegen die Kabale gekämpft. Daher hat sie euch mehr Macht gegeben. Hier macht eure Anwesenheit keinen großen Unterschied. Ihr habt nichts anzubieten. Denkt daran, dass die Pyramide sich weder als unser Freund noch als unser Feind betrachtet. Sie ist also neutral gehalten. Ich weiß nicht, also das ist doch gut für uns, wenn sie neutral ist. Mal gucken. So, wir dürfen wieder unser Gedanken ein bisschen benutzen, indem sie uns Wände weg erscheint. War das richtiges Deutsch? Keine Ahnung. Glaube ich nicht. Was decken wir nun auf? Hab's gerade nicht mitbekommen. Ach, da unten. Okay, hab ich noch gesehen. Diese alten, halb vergessenen Pfade. Die Macht, die du nutzt, macht sie wieder real. Du baust sie durch die Erinnerung wieder auf. Hoffentlich birgt Sagiras Hülle das gleiche Potenzial. Mit der richtigen Konzentration an psychischer Energie sollte sich eine resonante Erinnerung manifestieren, die mit ihrer Hülle verbunden ist. Sage mir noch einmal, bist du real? Bist du real? Sorry. Das passt aber gerade so gut. Ey, ich finde meine Kopfhörer so geil. Ich höre einfach alles dreimal lauter. Oh Gott! Bitte kann ich hier stehen. Ja. Und jetzt. Ey, aber das Springen mit dem Warlock ist so bescheuert. Vor allem, wenn du davor mit dem. Scheiße, mit dem Jäger spielt. Ja, geil. Mit dem Jäger spielt. Und dann musst du danach Warlock spielen. Jetzt muss ich das wieder aufdecken, warte. So. Einmal hierauf. Dann darauf. Darauf. Und hier rüber. So. Alles wegen unserer Gedankenmächte. Bam. Da jetzt nochmal die Whisper spielen. Mit Quickscope. Was können wir hier noch aufdecken? Ah, das da. Geil, verfehlt. Bitte öffne meine Türe. Ich bin VIP. Alrighto, alrighto. Wo führen uns diese gedankenkontrollierten Höhlengänge? Als wir erfuhren, dass Savatun sich als Osiris ausgab, wollte ich daran glauben, dass Sagira noch lebt. Irgendwo gefangen, wie er. Und dass wir auch sie befreien könnten, wenn wir unsere Karten richtig ausspielen. Aber wenigstens haben wir sie gefunden. Sie kann uns ein letztes Mal helfen. Und dann bringen wir sie nach Hause. Vielleicht will Osiris Sagira noch gucken. Aber ist ja eigentlich gegen das Licht. Na gut, die Geister brauchen wir ja trotzdem noch. Selbst wenn wir das Licht nicht mögen. So, da lang. Aber mir fehlt noch so ein Teil. Warte mal. Warte, Brudi. Ich komme gleich zurück. Wo ist es? Da oben. So, jetzt können wir weiter. So, noch ein Puzzleraum. Das war geil. Na, verfehlt. Was ist hier meine leere Granate? Apropos fressen, ich kann ja eigentlich auch so machen, dass man
dass ich meine leere Granate fresse. Gehen das nochmal? Musste man das hier irgendwie machen? Ich glaube, da gab es irgendwie so eine spezielle Granate, oder? Das war hier irgendwo. Gedrückt halten, okay. Da stand's gerade. Ich muss, glaube ich, warten, bis meine Granate halt aufgefüllt ist. Und dann kann ich sie, glaube ich, fressen. Das gibt mir wahrscheinlich auch leere Energie. Da muss eins. Dann kann ich hier was aufdecken. Okay, hier drin ist noch ein. Und wo ist der letzte? Hier vorne nicht. Warte mal, da unten. Schnell. Jawollo. Easy peasy. Aber hier will ich nicht eingesperrt werden, in diesen Höhlen. Okay, warte mal, ich will gleich gucken. Kann ich die jetzt fressen? Tatsächlich! Ah ja, also ich fresse sie nicht, ich lade sie auf. Sorry, ich hab's falsch gesagt. Ich glaube, wir haben es gefunden. Hier ist etwas. Findet eine Verbindungsstelle. Wir brauchen Antworten. Ja, sieht nach einem Bosskampf aus. Warte, bevor wir es aktivieren. Kampfbanner, immer wichtig. Und let's go. Ich bin so blöd. Okay. Sniper regelt. Nehmen wir schon mal ein paar Headshots, damit die Munition aufgefüllt wird. Ne? Wir sind so Lichtstellen. Jawoll! Hab sein Head aber richtig on fire gemacht. Gut. Wo führt mich diese der Pfad hin? Verzerrten Symbole. Ich kann sie nicht richtig erkennen. Warte. Ah, scheiße, ich war gerade oben. So, ich muss mich jetzt hier hinstellen. Genau, damit wir das Symbol hier aufdecken können. Das ist cool gemacht. Jetzt ab in die Tiefe. Oder... Was ist das für ein Ort? In Disney's Wonderland. Wir wurden irgendwohin transportiert. Das hier sieht nicht so aus wie der Rest von Sabatuns Thronwelt. Ikora? Wir haben die Verbindung verloren, Hüter. Ich schätze, wir müssen allein reingehen. Das ist Disney's Wonderland. Yeah! Oh Gott. Erinnerung ansehen. Ich stehe vor einem Wesen mit tausend Namen. Es flüstert einen. Der Zeuge. Merk dir diesen Namen. Merk ihn dir gut. Es ist nicht die Dunkelheit, aber trägt sie wie einen Umhang. Verleiht ihr eine bösartige Form. Ich weigere mich, ihm zu dienen. Ich verbringe Jahrhunderte damit, Pläne zu schmieden, Schlupflöcher zu finden. Und dann wähle ich meinen neuen Namen. Ein Mann mit vielen Feinden und wenig Freunden. Aber diese kennen Geheimnisse. Über das Licht. Über Neuanfänge. Ein Plan nimmt Form an.
Das stammt von Sagiras Hülle. Wie ein psychischer Abdruck. Eine Erinnerung. Savatuns Erinnerung. Und wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das, dass sie Ikoras Beziehung zu Osiris genutzt hat, um etwas über das Licht zu erfahren. Etwas Gefährliches. So, jetzt die Mission. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mehr erwartet. Aber okay, jetzt holen wir mal nicht den Teufel raus. Nicht wahr, Sabaton? Ja, die ist erfreut. Die ist eindeutig erfreut. Ich habe ja übrigens neue Emotes bekommen. Können wir mal kurz angucken. Quatsch, verklickt schon wieder. Dann haben wir hier den Schirm-Emote. Ja, schon geil. Den haben wir. Entfessung des Drachens. Oh, das Flüge, die passen übelst gut zu unserem Outfit. In irgendein Outfit. Hey, seid ihr da? Hör auf zu labern. Oh, sehr gut, sehr gut. Ich habe versucht, euch zu erreichen. Ich kam nicht durch. Hört mal, ich habe noch einen Tipp für euch. Euren nächsten Hinweis. Also, wir sollten uns treffen. Keine Zeit zu verlieren. Ja, aber nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Ich würde sagen, wir nehmen den Emote. Und wir nehmen den Emote. So, wo bin ich? Hey, du Held. Ich habe ja ein Problem mit dem Hohn und ich dachte mir, wo du und ich doch so dicke Freunde sind, wie wär's, wenn du die Sache erledigst? Danke schon mal. Wer auch immer da gerade gesprochen hat, keine Ahnung. Bitte geh weg von mir. So. Finchi. Was geht? Wow. Hast du das gesehen? Eine Erinnerung? Na also, ich wusste, Sagiras Hülle würde uns den Weg weisen. Ich wusste es. Okay, hör mir genau zu. Schon von Oryx gehört? Dem König der Besessenen? Savatuns Bruder? Dachte ich mir. Ihm ist ein Tempel von Savatun geweiht. Ich weiß, du denkst, ja und? Richtig? Aber Sagiras Hülle wurde in einem Tempel gefunden, der ihrer Schwester Xivu geweiht war. Überleg mal, was Oryx Tempel bereithalten könnte. Okay, und wie kommen wir da rein? Nun, darum kümmere ich mich. Cool. Ob in den Tempel von Oryx, der Oryx ist natürlich tot, haben wir in Destiny 1 ausgeschaltet. Finch ist froh über deinen Fortschritt und gibt dir einen weiteren Hinweis. In der Thronwelt gibt es einen verborgenen Moment zu Ehren von Savatuns Bruder Oryx. Finch glaubt, dass man dort mehr darüber erfahren könnte, wie Savatun das Licht erlangen hat. Gut, wir sollen irgendeinen Strike hier abschießen. Ein Strike, wenn ich mal wieder verkackt habe auf YouTube. Gut, der Strike ist hier. Lichtklinge. Ja, dann machen wir noch irgendwas hier rein. Auf der Map, würde ich sagen. Finden wir irgendwas hier mal raus? Nein, ich mache keine Patrouillen, weil Patrouillen sind fucking langweilig. Und eigentlich immer nur dasselbe. Schauen wir uns ein bisschen um hier in Disneys Wunderland. Diesen Witz muss ich denn auch immer wieder machen. Ja, es sieht halt wirklich aus, als wäre es aus Disney gekommen. Es ist einmal das Schloss von... Keine Ahnung, von... Von Eiskönig, nein, Spaß. Fällt gerade kein Disney-Charakter ein dazu. Vor allem keinen bösen Disney-Charakter. Und mir habe ich bei den Disney-Serien auch immer die Bösen vergessen. Keine Ahnung, wer die immer waren. So. Geben wir uns hier mal eine Kiste. Gibt nochmal XP. Hallo. Digga, das ist nicht mein Ernst gewesen. Ich hab verfehlt. Wie kann ich nur? Okay. Guck mal hier. Gibt's vielleicht irgendwo so Secret-Räume oder so? Gibt's auf jeden Fall nochmal eine Kiste.
Gibt's hier hinten? Hier hinten gibt's bestimmt irgendwas Krasses. Das könntet ihr mir glauben. Vielleicht oben? Bestimmt Regionsdrohnen gibt's bestimmt auch hier. Oder? Auch nicht. Hier gibt's keine einzige Regionsdrohne. Das ist auch stark. Gut, vielleicht ist auch die Hubworld übelst langweilig. Ich meine, auf Europa war sie okay. Du hattest zumindest noch was zu machen. Doch hier kommt mir das irgendwie so übelst leer vor. Ja, wir haben diese Mission jetzt hier, aber... Gut, die Waffe habe ich schon. Brauche ich jetzt also nicht machen. Headshot. Gehen wir mal zu Corwin hin. Warte mal, was ist das Leuchtende da? Was ist das hier? Kann ich da reinspringen? Schade, ich dachte, ich kann da reinspringen. Versuch es war es wert. Ja, man weiß ja nicht immer alles. Aber warum ist da so ein komisches... Es ist immun. Corwin, weißt du, was da los ist? Moin, was geht? Digga, wie er aussieht. Mal inspizieren. Da inspizieren. So ein ganz normaler Standardspieler. Sakiras Hülle. Das heißt, er hat wahrscheinlich auch schon vor Beyond Light gespielt. Weil da gab's diese drei DLC jetzt. Diese drei Kampagnen gab's da kostenlos, nämlich. Gut, hier kann ich noch was aufdecken. Und jetzt, was bringt mir das hier? Okay. Weiß wirklich nicht, was es mir hier bringt. Keine Ahnung, was das jetzt für mich gebracht hat. Den Ritter will ich noch töten. Ich bin halt eindeutig viel zu stark für die ganzen Gegner. Ich merke das übelst. Gut, Leute. Und dann will ich jetzt hier erstmal... Kam da gerade eine Truhe? Tatsächlich. Dann will ich aber jetzt erstmal hier den Part beenden. Oh, ist auch perfekte Zeit zum Aufhören. Ich hoffe, ihr hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.